So, jetzt müsst ihr schön laufen und dann schauen wir mal, ob das hinhaut. Wenn wir ein bisschen ins Detail gehen, wenn wir Zeit haben, und zwar Genau. springen wir in den ersten Fliegenstall-Vortrag vor 2015. Und ich kann immer wieder bloß sagen, wenn man das sieht und man hat noch Vorurteile, man wertet automatisch, ist man blind. Die Filter, wie ich das nenne, deine Wahrnehmungsfilter sind so massiv, die letztendlich von deinem Ego erzeugt werden, von einseitiger Rechthaberei oder dass man meint, immer nur eine Seite ist richtig. Und dann hast du sofort, sobald der Hitler irgendwas mit Hitler auftaucht, ist es sofort Nazitum oder Verschwörungstheoretiker. Und ich sage, es wird für dich immer alles genauso sein, wie du glaubst, dass es ist. Ganz einfaches Beispiel, du schaust dir einen Film an, irgendeinen Film oder die Nachrichten, egal was, auf dem Fernsehen. Der Hintergrund ist immer eine Datei. Jetzt könnte dann sofort wieder einer sagen mit einem Filter, ja, aber es gibt ja Live-Übertragungen. Du kriegst immer das zweite Gebot. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist für dich, was für dich jetzt mit, wie ich sage, mit einer Basic-Logik nachvollziehbar ist, du setzt dich jetzt ganz bewusst als träumenden Geist. Der träumende Geist ist nicht irgendetwas Ausgedachtes, sondern das Gefäß, das Kino, in dem ein Film läuft. Ich nenne das auch immer ein Computer. Das heißt, jeder Moment, der auf dem Bildschirm, auf dein darstellenden Bewusstsein auftaucht, in dir als Information, gleichgültig, ob das jetzt eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob es eine nur gedachte Information ist, es kommt aus dir und es existiert in dir immer nur der Moment, der jetzt da ist. Und es kommt aus dir, das ist das, dieses Spiel mit den Gedanken will. Die Vergangenheit, die du dir ausdenkst, wird von dir erschaffen, besteht letztendlich nur aus ständig wechselnden Informationen. Das sind die 200 Gramm rote Knete, die sich umformt, das an dir nichts verändert. Da haben wir übrigens so schön das Beispiel in den letzten Selbstgesprächen, wo ich sage, sobald du irgendwas denkst, entsteht im selben Moment das Ding gespiegelt. Das heißt, tausendfach frage ich, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Und jeder normale Mensch muss sich dann eingestehen, dann denke ich an das Wort nichts. Aber das Wort nichts oder das Geräusch, ich könnte jetzt das optisch auf dem Bildschirm hinschreiben, nichts, dann habe ich das Wort nichts und den weißen Hintergrund, wenn ich nichts mit Schwarz hinschreibe. Wenn ich in die Welt der Geräusche gehe, habe ich das Geräusch nichts und die Stille im Hintergrund. Die Stille ist das weiße Blatt Papier. Es ist aber nicht nur das weiße Blatt Papier, sondern es ist ja genau der Umriss von nichts, der ja im Hintergrund dem nichts weiß ist. Das heißt, beim Blatt Papier kann man mir jetzt vorstellen, wenn ich ein weißes Blatt Papier nehme und ich schreibe nichts hin, dass hinter den schwarzen Buchstaben genau das Wort nichts auch im Weiß steht, was ich aber nicht sehe, wenn ich die schwarzen Buchstaben wegmache, weil dann schwitzt es. Bruder, du hast jetzt ein Standbild. Ich weiß nicht, ob du Ist uns der noch. Du hattest gerade Bitte. Standbild. Du hast gerade das Was weiße ist Nichts. das verstanden? Ist aber wieder da, oder? Ihr müsst euch sehen, wenn was nicht stimmt, weil ich kriege es, wenn ich dann die Bild einschalte, nicht mit. Und genauso ist es, wenn ich, also das Geräusch nichts hat genau die Stille, wie das weiße Blatt Papier. Es ist aber genau dieses Geräusch, wenn du das in Sinuswellen dir denkst, ist immer das Negative zu diesen einzelnen Sinuswellen dort, die wir uns jetzt als raumzeitliche Menschen vorstellen. Das beschreibt diese Sache. Ich verweise nochmal auf die schönen Bilder von unserem Folger mit Diapositiv und Diapositiv mit der Ritter. Wenn wir uns jetzt die Ritter anschauen, schwarze Haare, weißes Gesicht, schwarze Brille, ich sage mal schwarzen Pullover und weißer Kragen. Und wenn wir negativ anschauen, sind es weiße Haare, schwarzes Gesicht, weiße Brille, weißer Pullover und schwarzer, ganz schwarzer Kragen. Kann man bei Holofeeling nachschauen, die Bilder. Das ist genau dieses Spiel des Sein und das Nichtsein, das aber genau ein gespiegeltes Nichtsein von dem Sein ist. Denk nochmal an das Wort Nichts oder wir schreiben den Buchstaben A auf ein weißes Blatt Papier. Dann haben wir zuerst einmal den Hintergrund. Wir haben das schwarze A und hinter dem schwarzen A ist ja ein weißes A, das genau die Form vom schwarzen A hat, das du aber nicht sehen würdest, wenn man das Schwarze wegmacht, weil das ja gleich ist mit der großen Masse. Das ist so schön mit den Wellen, wenn ich jetzt das Wasser nehme. Und ich hebe jetzt eine Wassergedankenwelle raus, habe ich unten ein Nichtwasser in dem Wasser. Das ist so elementar. Ich kann immer wieder sagen, das zu verstehen, ist für dich Geist tausendmal wichtiger wie alles, was deine jetzige Logik dir vorgaukelt, was du brauchst, was Sicherheit wäre. Geld, ewige Gesundheit, nenn es, wie du es willst.
Okay, und genauso ist es jetzt, wenn du Bilder aufbaust in dir. Die sind immer jetzt und die Vergangenheit, die du dir jetzt denkst, steht und fällt mit dem, was man dir erzählt hat, was auf deinem Schwamminhalt drauf ist, auf deinem Programm drauf ist. Ja. Es ist aber alles sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist es in den Fliegenstall-Vortrag. Das muss man irgendwann einmal akzeptieren und immer dran denken, ich rede jetzt mit einem Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Mhm. Nicht mit dem Brösel, der vom Computer sitzt. Das ist eine vergängliche Erscheinung. Es ist vollkommen sinnlos, etwas Existierendes, Existere, Herausgetretenes am Leben halten zu wollen. Rede dir das tausende Male ein. Ja. Immer wieder wiederhole diese Erkenntnis, dass du einen Gedanken von dir nichts erklären kannst, schon gar nicht, was Ewigkeit ist, weil du kannst in einer vergänglichen Erscheinung nicht an der Welle nicht erklären, was immer sein bedeutet, im Mehr sein bedeutet. Es sei in heißt, bewusst nicht existiert, ja. Wenn wir es hebraisieren. So, und jetzt springe ich auf den Fliegenstall-Vortrag, das Bild übertragen. Das ist also Ihr Fliegenstall-Vortrag vom 19.8. Die 19 haben wir jetzt die letzten Tage im Chat sehr oft angesprochen. Mhm. Das ist neo-neu. Die 9 und die 10, der 9. und der 10. Buchstabe ist I und ist J. Ja. Denk an die Kabbala, diese alte Schrift, die ich gestern reingestellt habe. Hier und jetzt gedacht, ich sage das nicht immer dazu. Und das ist 2015, 15, 10, 5 ist ja Ja auf Hebräisch, das heißt Gott. Muss die Helene ja mal wegmachen. Das ist ein Matrix, ich erkläre euch einen Programm, das ist die Kurzform für Jahwe. JH rot geschrieben heißt die göttliche Quintessenz und dann haben wir doppelt aufgespanntes H. Ich mache natürlich oft auch den kleinen Gott und HBH sind die zwei Hs, plus H, plus 5, minus 5. Gut, wenn wir eine 20 davor machen, dann heißt es wie als Vorsilbe und dann heißt es wie Gott. Wenn ich es blau mache, ist es wie eine intellektuelle Wahrnehmung. Das ist etwas, was du dir jetzt denkst. Okay, und jetzt hören wir diesen Vortrag an. Und jetzt machen wir mal was ganz was Neues. Das ist eine Vergangenheit, die kannst du jetzt nachforschen. Das ist die Hess-Rede. Ich rede jetzt normal raumzeitlich in deiner Gewohnheit, die der Hess am Kriegsverbrecherprozess Nürnberg Fürth gehalten hat. Und ich sage dann danach, wenn du das jetzt hörst, mit deiner jetzigen Programmierung, du bist gegen Rechtsradikale, du weißt, der Hitler war ganz böse, und dann sagst du, was ist das für ein unverbesserlicher Fanatiker? Und ich sage, nein, jetzt machen wir genau das Spiegelbild dazu. Jesus, JCH, ich habe vor Pontius Pilatus, wenn wir uns das jetzt in die Vergangenheit denken, im Prinzip Wort für Wort dieselbe Rede gehalten. Mhm. Was ich jetzt eigentlich neu dazu mache, ist, wir haben ja hier, der Lautsprecher spricht Deutsch, den du jetzt dir ausdenkst. Mhm. Die englische Übersetzung. Und jetzt ist es ganz interessant, dass wenn wir das wieder hebraisieren im Englisch, ich sage, es funktioniert in allen Sprachen der Welt, diese Komplexheit der Worte zu verstehen, wenn ich jetzt I hate mache, das ist HD. Ich kann auch HAD lesen. Mhm. HD kommt sofort an Techniker, High Density, eine HD. Deine VR-Brille ist HD. Das heißt, eine absolut natürliche, was man reale Wiedergabe nennt. Genau. Extrem echt. HD auf Hebräisch, immer zastrot blau lesen, das ist das erste Mal die Quintessenz, ist geschlossen, im Meer geschlossen, immer, das ist die Quintessenz, die rote 5 im Zentrum, oder eine Wahrnehmung, die geöffnet wird an der Oberfläche, ist immer eine intellektuelle Öffnung. Und dieses HD ist das hebräische Wort für Echo, im Hebräischen meistens als Freuden, Geschenrei und Jauchzen übersetzt, da kommt dann das Halleluja her. Das Halleluja heißt nämlich auch vor Freude jauchzen. Ha'al. Mhm. Le, auseinandergeschmissen. Luja. Und es ist auch der Widerhall. Ja. Das Echo von außen. Da können wir jetzt dann gleich wieder das Rehen, die Niere, wenn was alternieren tut. Mhm. Ich spreche jetzt wieder Sachen an, die ich eigentlich gar nicht, das ist unsere Vorstellungen, wo kommt das Wort Lunge eigentlich her, wenn wir das anschauen. Und das Wort Niere. Ja. Und du wirst dann feststellen, wenn ein Kind ist die Zeit. Mhm. Ups. Seid ihr nur dran? Ja. Du bist gerade nicht verstehen. Die letzten zwei Sätze sind nicht verständlich. Ja, na, das passt schon.
letzte Ausrufen, das ist meine Lieblingsmann. Der fällt übrigens öfter aus der DWDS. Darum habe ich meine Schwindchen wieder. Aber der DWDS vom Server her fällt recht oft aus. Ja. Das ist halt so, HD ist der 5D, ist ja 5-4. Der 5D ja. Im Mittelpunkt ist die ewige Heim, Hayom, Art. Dieser Mittelpunkt ist die 5D Quintessenz. Da gehe ich im Farbenspiel drauf ein. Genau. Das wird Physik. Das ist einfach alles nur Physik. Interessant, total Wert 9, äußere Wert 9. Spiegel hüben, Spiegel drüben. Das Neue. Mhm. Pyramidenwert, der sich jetzt aufbaut, ist eine intellektuelle Öffnung. Das J ist die Hand, H in D, H die Quintessenz und 9D heißt ein Auf- und Abschwingen. Ja. Mhm. Kannst du folgen? Ja. Das ist interessant, wenn wir es zusammenzählen. 1, 4 kriegen wir die Quintessenz in der Mitte. 10, 4, die 14 ist ja J. Mhm. Oder Jud sprechen das Juden aus auch. Das ist praktisch das hebräische Wort für Hand. Das deutsche Wort wieder für Hand. Setzen wir vorne die H wieder als Quintessenz. Mhm. Und das ND, AND heißt ja, ich werde auf- und abschwingen. Tausendmal gesagt. Genau. Und das Hin- und Herschwingen passiert zwischen den Spiegel oben und den Spiegel unten. Ja. Wenn wir es uns so denken. Ja. Hm. Und im Verborgenen ist hier ein geschlossener 31, ein geschlossener All, ein geschlossenes Nichts. Mhm. Genau. Der volle Wert, wie sich das ergibt, das ist ein reines arithmetisches System und darum haben wir hier das Echo und den Widerhall. Mhm. Wenn was zu alter Nieren anfängt, darum habe ich gerade die Niere hergeholt. Im Lateinischen habe ich ja gesagt, ist das Re-En. Mhm. Re heißt im Lateinischen zurück, genau. Bezeichnet nein, im früheren Zustand zurückholen und mhm. entsteht ja für Existenz hebraisiert. Genau. Du kriegst du die Niere, das Rehen. Und darum sprechen wir von alter Nieren. All ist das Nichts, das ist Gott, Herr ist die Reiche, die Spiegelwahrnehmung und Rehen ist dann dieses Zurückholen. Genau. Mhm. Es ist immer, ich bleibe bei jedem Wort hängen. Wir wollen jetzt einfach bei HD, sage ich, das heißt, der Gott ist eine wahrgenommene, Intellekt erzeugt eine wahrgenommene Öffnung. Ja. Und dieses mhm. Privileg, wir hören jetzt einfach den Text an und ich mache wirklich bloß die wesentlichen Sätze, sonst wenn ich in ein Wort immer in das 400-Seiten-Buch denke. Genau. Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohn zu wirken, den mein Volk in seiner tausendjährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann seines Führers. Es ist jetzt das nochmal ganz kurz, dieser Nationalsozialist, der rechts, ich habe in Almena, das habe ich öfters erwähnt, sagt, ich bin der rechtsradikalste Nationalsozialist, der je auf diesen Erdboden rumgelaufen ist, Hitler ist ein Dreck gegen mich. Jetzt wirst du aus den Worten was machen, aber nicht das, was die Worte ursprünglich bedeuten. Sondern diese einseitige Vorstellung, die dein zwanghafter Schwamminhalt, ein einseitiges Interpretationssystem letztendlich aus diesen Worten herausliest. Rechts, recht, rectus, aufgerichtet, heißt richtig. Rechts ist richtig. Sprachlich, kannst du in jedem Wörterbuch nachschauen. Radix ist die Wurzel. Rechtsradikal heißt die richtige Wurzel. Natio heißt Geburt und Sozio, da mal ganz kurz als Brüderlichkeit-Übersetzung. Rechtsradikaler Nationalsozialist heißt die richtige Wurzel zur Geburt der Brüderlichkeit. Und zwar jetzt in Bezug nicht auf ein spezielles Volk. Ich sage immer, die Völker, kannst du dir denken, sind wie die Sinnesorgane an einem göttlichen Körper. Mhm. Und ich rede von dem ganzen heiligen Ganzen. Genau. Von allen Völkern. Alle Sinnesorgane ergeben den göttlichen Körper. Körper. Und nicht nur von einem Sinnesorgan. Und die richtige Wurzel zur Geburt der Brüderlichkeit all dieser Sinnesorgane, dass die eins werden können. Das ist jetzt geistgleich vollkommen gelesen, rechtsradikaler Nationalsozialist. Wenn du dir das jetzt bloß in Bezug auf ausgedachte Deutsche denkst, hast du schon ein Problem. Es ist auch jeder fanatische Türke oder jeder stolze Grieche oder Italiener, habe ich so oft erzählt, ist eigentlich hier ein Nazi. Er ist stolz auf seine Nation. Ich bin stolz, dass ich zu den Augenvolk, zu dem Seevolk gehöre. Ich kann nämlich sehen.
Und der andere sagt, ich bin stolz, dass ich zum Ohrenvolk gehöre, ich kann nämlich hören. Ja. Ich sage, ist alles gut, aber es sind unvollkommene Fähigkeiten. Mit Holofeeling wird das ja alles vereint. Okay? Ja. Ich bereue nichts. Was heißt es, ich bereue nichts? Das heißt, in dem Moment, wo du ein Leben erlebst, das heißt, du hast einen Traum, du erlebst jetzt ein Leben, du erlebst das Leben als der Brösel, als der Protagonist, der du zurzeit zu sein glaubst, als der, der jetzt vom Computer sitzt. Deine Informationen unterliegen einem ständigen Wechsel. Ich rede hier von etwas, was hundertprozentig sicher ist, was du jeden Moment überprüfen kannst. Am Ende des Lebens, wenn du mal dann in diesen Knick kommst, wo ich immer wieder sage, in diesen Bewusstseinsknick, und ich würde dich jetzt fragen, was hättest du, wenn du jetzt könntest, was hättest du an deinem Leben anders gemacht, wirst du, wenn du wirklich als Geist alles gelernt hast, was du zu lernen hast in dem Leben, würdest du sagen, keinen Abendzug, keinen Augenblick, keine Handlung, die ich getätigt habe, obwohl ich viel Scheiß gebaut habe. Würde ich anders machen, wenn ich es jetzt nochmal leben müsste, weil ich alles, was ich jetzt weiß, die ganzen Erfahrungen, die ich habe, habe ich nur deshalb, weil ich diese Fehler gemacht habe. Fehler eigentlich ist ja immer wieder, weil ich mir Kehrseiten angeschaut habe von das, was meine Logik normalerweise nicht will. Mhm. Das ist der Lernprozess. Ja. Das heißt, ein durchlebtes Leben ist ein einziger Lernprozess und lernen tust du eben durch verkehrt machen. Weil du dir dann Kehrseiten anschaust von deiner einseitigen Vorstellung von richtig. Genau. Das muss verstanden werden, das Prinzip der Vervollkommnung, dass man sich das zu eigen macht, was man nicht haben will oder was einen nicht interessiert. Sonst wirst du immer in einer Unvollkommenheit leben. Ich muss auf das neugierig werden, was mich entweder gar nicht interessiert oder was mir verkehrt, böse und schlecht erscheint. Das ist der Satz, liebe deine Feinde. Neutral ausgesprochen. Stünde ich wieder am Anfang. Das ist ganz interessant. Wenn ich wieder, du beginn all over again. Und jetzt machen wir hier ganz einfach einmal hebräische Buchstaben draus. Dann heißt es, B heißt innen. Wir können jetzt das natürlich dann machen im E-Quadrat. Und G-I-N kann ich jetzt blau lesen, das Gehirn ist eine intellektuelle Existenz oder der Geist ist göttliches Sein. Ja. Im Sanskrit, in den asiatischen Lehren, ist der Chin der Flaschengeist. Es ist schon interessant, dass das G eigentlich hier in vielen Ländern als Chi ausgesprochen wird. Genau. Wegen dem sind die ganzen geistigen Orden. Genau, ja. Das ist die Gina. Ja. Aber was noch viel interessanter ist, wenn wir das weitermachen, dieser Beginn ist all over, O ist kreisend, aber letztendlich V ist bistabil. Ja. Das heißt, was heißt es? Es kreist was und V immer dran denken, ist das da, es ist das bistabil, heißt es ist immer bloß eine zweistabile Zustände, entweder es ist hell oder es ist dunkel. Wo du meinst, es ist eine Zeit lang hell und es ist eine Zeit lang dunkel, ist eigentlich dieses Prinzip, wo ich so oft erklärt habe. Gerne. Und das Ganze ist again. Da kann ich jetzt dieses AG, der Schöpfergeist, ist nicht existierend. Ja. Die Schöpfung des Gehirns, und jetzt schreibe ich das ein, ist ein Trümmerhaufen von Existenzen. Wenn man das Prinzip versteht. Merkt ihr, das ist reiner Klartext, ist nur rot und blau gelesen. Das kann ich natürlich mischen. Wir haben hier übrigens, was gerade in zwei Spiegelungen waren, sind jetzt Typen D-Reihe und Typen D-Reihe. Die Abwaschwert ist 600, das ist das Endmem. Der verborgene Wert ist jetzt Kopf, der Affe und der Pyramidenwert die Quintessenz. Und dieser Schöpfergeist ist nicht ein Nichtsein, nicht Vorhandensein, nicht existieren. Der träumende Geist als Ding an sich existiert in der Schöpfung nicht, sondern die Schöpfung existiert im träumenden Geist. Genau. Ja.
Jetzt können wir natürlich auch das A als 70 lesen, dann haben wir Ei. Mhm. Dann wird es so ein Trümmerhaufen, der zu existieren anfängt. Und das Ganze wird jetzt ein Augenblick, ein Aussehen, was du nach außen siehst. Rot gelesen ist es dann die Quelle, wobei in der Quelle hier schon unser Quet drin ist, auf ihn aufgespannt. Das ist übrigens 100, das haben wir gerade schon gehabt. Ja. Gut? Mhm. Würde ich wieder handeln, wie ich handelte. Auch wenn ich wüsste, dass am Ende ein Scheiterhaufen für meinen Flammentod brennt. So, wenn ich dieses Leben, wo ich jetzt alles gelernt habe, ich werde auf der Stelle genauso wieder handeln, wie ich gehandelt habe, weil auch wenn am Ende ein Scheiterhaufen steht. Jetzt ist natürlich diese Sache mit dem Scheiterhaufen, da müssten wir jetzt in Sanskrit reinspringen, in die Upanishaden, da gibt es nämlich ein schönes Wort, das heißt Chit. Ich habe jetzt hier mal den Rup, ein Reisen verursachen. Drupa ist ja der Körper. Das ist ja mal, ich reise dich aus deiner Welt heraus. Das ist hier der Kopf von UB, die Berechnungen von UB. Und jetzt machen wir mal dieses Chit. Ein Sanskrit-Wort. Das ist am Ende schichtend, eine Schicht bildend, geschichtet. Das Ende, das du dir ausdenkst, ist die ausgedachte Welt der Gedankenwelten. Und wir haben Grundwelle und Oberwellen, die sind geschichtet. Mhm. Interessant, Ski, das Geschenk ist Chetty, das sind kollektive Spiegelungen, das heißt in China-Ecken, in berechnete Ecken versetzt werden. Immer im Hintergrund an unseren Tetraederspiegel denken. Ja. Und diese Schicht, Ski, diese Geschenke, die jetzt in Schrecken, Schrecken ist übrigens nichts Negatives, Shin-R heißt einfach nur, zuerst einmal Shin-R rot gelesen, ist der Logos-Kopf, der göttliche Logos im Kopf. Blau gelesen, die Logik, die du berechnest. Mhm. Darum ist es auch hier der Anführer, yes. Das ist einmal ein Auto, ein Selbst. Das Ri ist die berechnete Intellekt, der du das in Form einer raumzeitlichen Person. Ja. Mhm. Und du bist der Befehlshaber. Befehl aber wiederum heißt zwei fehlen. Okay? Mhm. Und das ist jetzt auch der First. Aber auch ein Mächtiger, du bist extrem mächtig, obwohl du bloß ein Geistesfunken bist, als träumender Geist bist du der Schöpfer der Welt, die du dir träumst. Mhm. Schlichtweg sind es einfach nur der Logos und logische Berechnungen. Mhm. Und dieser Logos mit logischen Berechnungen, wir sind bei der Schicht. Das Schießes Geschenk. Ja. Und dieses Geschenk ist ein Chedi, ein in Schrecken versetzt werden. Jetzt ist natürlich, wenn das Wort Schrecken, Shin-R, diese logisch berechneten Ecken erzeugen die Vielfalt in dir, aber wichtig ist, du wirst jetzt Shin-R, logisch berechnete Ecken sind erfüllt, dich erfüllen, deine Informationen sind letztendlich nur die Spiegelungen, wo du dich reindenkst und dann bist du innerlich zerbrochen durch deine eigenen Divisionen, so hast du Form geworden. Ja. Wir sind nur in Kleinigkeit. Ihr merkt jetzt in Ansätzen, wie das System funktioniert. Es geht übrigens nicht darum, dass du irgendwas verändern müsstest. Das ist hier auf Gott, et, die Zeit ist erweckte Existenz Gottes. Et, R in all. Mhm. Gleichgültig, was Menschen tun. Der ein stehe ich vor dem Richterstuhl des Ewigen. Ihm werde ich mich verantworten und ich weiß, er spricht mich frei. Ich weiß überzeugen, Rudolf, du hast alles richtig gemacht. Du hast deine Rolle gespielt bis zum Ende, immer im festen Vertrauen auf das, was ich dir erleben lasse in deinem Traum, dass es wichtig und richtig ist, für deinen geistigen Wachstumsprozess hin zur absoluten Liebe. Mhm. Deine weltliche Auslegung, die Erklärungen, spiegelt das jetzt extrem. Immer an die Spiegelung denken. Und es ist nie das Diapositiv oder das Dianegativ wichtig. Jetzt denk an die Bilder mit der Kamera Obscura. Ja. Es ist wichtig, dass das beides nur diese Dreiecke sind von unseren Tetraeder, von unseren Davidstern, wo ich darauf eingehe in den letzten Schriften. Genau.
Das ist auseinandergerissen wie dir positiv und mir negativ. Und wir reden von der absoluten Liebe, UB, vom verbundenen Wissen in dem Punkt, in dem immer alles gleichzeitig ist. Mhm. Und jetzt wirst du merken, wie tiefgreifend wir uns hier eine Vergangenheit denken, und du musst aus der Vergangenheit lernen. Und wenn du irgendwas dir in die Vergangenheit denkst und es einseitig auslegst, kriegst du halt die Seite nur mit, die du dir anschaust. Mhm. Wir lassen das mal ein bisschen weiterlaufen, weil das sehr schwarz ist. Wenn du das jetzt hörst, es läuft im Hintergrund dein Gebrauch. Ich muss ganz kurz bei dem Chit weitermachen. Das ist die, weil das war jetzt, da wollte ich ja hin. Chit. Die Grundradigste sind jetzt, das sind Chit, Chit in verschiedenen fein, minimal veränderten Aussprachen, heißt kennend. Dann heißt es plötzlich etwas wahrnehmen, bemerken, merken. Acht, wir sind wieder in Schrecken versetzt, haben auf. Diese Schinner, die logisch berechneten Ecken, sind auf dir drauf. Das sind deine Spiegelungen, genau genommen um dich herum. Absicht richten, etwas absehen, richten, beabsichtigen. Das heißt, du fokussierst dich hier schon in einen ganz bestimmten Bereich rein, den du zwangsläufig nur einseitig siehst. Das heißt, wenn du an deine... Ich mache mal nochmal unsere Kollektion. Wenn ich jetzt sage, an was denkst du, wenn du an deine Küche denkst, an das Wort Küche. Aber da ist noch kein Bild da. Mhm. Das ist dieses Spiel mit dem H auf dem Blatt Papier. Genau. Nehme den Buchstaben H, zeichne den Buchstaben H auf ein Blatt Papier, leg das Blatt Papier auf den Tisch und dann frag irgendeinen jetzt auf der Bröselebene, wie ich das nenne, auf deiner Bröselebene, irgendeinen Menschen, was siehst du? Und ich garantiere dir, die meisten sagen, das ist ein H. Oder was ist das, ein H? Dann sagst du Blödsinn, du siehst jetzt kein H, sondern du siehst ein weißes Blatt Papier, wo ein H drauf ist. Ja. Das ist, geh mal rein und dann schau einen Fernseher an und dann sagen die Leute, das ist die Merkel, das ist der Trump, das ist ein Fußballer. Nein, das ist ein Fernseher, wo diese Illusion, die Illusion drauf ist, aufgrund von einem Arrangement, einer Matrix, einer Pixelmatrix, dass du meinst, das ist der oder der. Das ist nicht der oder der, was du siehst. Mhm. Also du siehst kein Haar, sondern ein weißes Blatt Papier, wo ein Haar drauf ist. Du brauchst den Kontrast mehr. Sind wieder dir positiv, dir negativ. Stimmt das? Nein. Ja. Das ist ein weißes Blatt Papier, wo ein Haar drauf ist, das auf einem T-Isch liegt. Zu einer Gestalt wird. Stimmt es? Nein, jetzt gehen wir höher. Das ist ein Tisch, der in ein Zimmer, Z im Meer, die Geburt im Meer. Das ist eine Gedankenwelle, in einem Zimmer. Stimmt es? Nein, das Zimmer ist wieder eine kleine Facette aus einer Wohnung. Die Wohnung wiederum eventuell ist eine kleine Facette aus einem Block. So wie beim Udo jetzt. Jetzt ist wichtig, der Wort Block, das Wort Block ist eine raumzeitliche Öffnung. Eine raumzeitliche Öffnung besteht immer aus vielen Facetten. Wenn wir das Wort Block anschauen, das ist übrigens auch das hebräische Sanskrit-Wort Chit, heißt das dann mal ein Scheiterhaufen. Es gibt einen Wohnblock, es gibt einen Notizblock, einen Papierblock, einen Holzblock. Das heißt, du denkst dir immer irgend räumlich einen gewissen Gegenstand. Und den zerteilst du in kleine Einzelteile. Ob du das jetzt hier Holzscheide nennst, Haol, Joch, das geboren wird, Holz. Schreibt sich ja nur Etz, eine augenblickliche Geburt, das sind die Facetten. Augenblickliche Geburt, das ist jetzt Haol, Haol ist wieder das Joch, das geboren wird. Ob du die Holzscheide denkst oder Papierblätter in einen Notizblock reindenkst oder Wohnungen reindenkst, in einen Wohnblock. Das ist das Wort Chit. Mhm. Langenscheid, Sanskritbuch zur Verfügung hast, kannst du das nachlesen. Das ist wahrnehmen, beabsichtigen, du fokussierst dich in der Kleinigkeit rein. Übrigens, der Wohnblock wiederum ist ein Haus in einer Straße, die Straße ist eine Facette in einer Stadt, die Stadt wiederum in ein Land und so weiter und so weiter. Das ist Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Tausendmal erklärt. Jawohl. Das ist jetzt hier, du fängst an, plötzlich diese Schichten, die im Kind, Beelet, im Kind, existieren, existierende Öffnungen, EN, augenblicklich existierende Öffnungen, ein Auf- und Abschwingen. Du teilst dir das immer zu. Das ist jetzt bedacht. Wie oft habe ich dieses BD gesagt? Ja. Kannst dich erinnern, BD, die Öffnung einer Polarität, die polare Öffnung, Entschuldigung, abgetrennt sein, Balken, Erfindung, Geschwätz, eine Lüge auf einer Leinwand.
die ganze besteht aus 2G. Mhm. 2G ist Gag oder Gall, die Welle. Genau. Aufmerken, zum Bewusstsein bringen, denken lassen. Du brauchst, wenn du zum Denken anfängst, fange ich nicht nochmal an, fängst du an, was wahrzunehmen und zu bemerken in dir selber. Und das sind deine Vorstellungen, das ist das, was du dir ausdenkst. Aber die hast du doch im Bewusstsein. Das hast genau genommen als träumender Geist, bist du zuerst einmal ein Block, der eingeteilt ist in viele kleine Einzelfacetten, die im Arbeitsspeicher alle gleichzeitig da sind, aber nicht auf dem Bildschirm. Denk wieder an eine einfache Datei eines Films, wo jedes Bild, das auftaucht, jetzt auftaucht und eine winzige Facette, eine Perspektive von dem im Arbeitsspeicher darstellt. Das passiert, wenn ich im Arbeitsspeicher zum Beispiel die Küche habe. Da habe ich noch kein Bild, sobald ich was anschaue, den Herd, den Kühlschrank, das Fenster, was auch immer, sind Facetten, die zu dieser Küche gehören. Da kommt da nichts nacheinander. Mhm. Das Ganze zum Bewusstsein bringen, zum Bewusstsein erwachen, wir sind Batschit. Sich zeigen wollen, gedenken, erinnern, aufmerksam machen, merklich machen, wahrnehmen, begreifen, wahrnehmen, du siehst es. Überlegen. Ja. 2F, 2 Facetten. Mhm. Und jetzt fängst du an, in der Ungewissheit zu sein. Über irgendetwas. Nicht glauben wollen. Die Welle ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Es ist deine Beschwörungskunst. Welche Sachen beschwörst du, die du glaubst, obwohl du die eigentlich nur mit der Meinheit beschwören kannst? Ja. Und jetzt landest du dann Batschit mit 2i geschrieben. Mhm. Der Intellekt ist jetzt der Geist, ist das dann mal der Geist? Ist es Gehirn? Reden wir von Geist oder reden wir von einem Gehirn? Das eine ist was Existierendes, Vergängliches und das andere ist rot geschrieben ewig. Ewig. Das Ganze haben wir im Hess. Mhm. Mit 3 Strichen. Dein einprogrammiertes Wissen. Und dann ist es natürlich mit dieser jetzt von uns ausgedachten Vergangenheit, ist das ein unverbesserlicher Fanatiker. So würde das jetzt ein gut programmierter nachkriegsdeutscher Song und immer, ich habe darauf hingewiesen, in deiner ganzen Zeitgeschichte, die du immer nur jetzt denken kannst, egal was du in Büchern liest, wo Grieche waren, wo ein Volk über ein anderes Volk gewonnen hat, die Siegermacht bestimmt zuerst einmal, was ab diesem Zeitpunkt für eine Vergangenheit sich ausgedacht wird, was die richtige Vergangenheit ist, aus der einseitigen Sicht der Siegermacht. Hätte Hitler den Krieg gewonnen, würdest du eine ganz andere Vergangenheit in der Schule lernen. Es ist voll wertfreie Betrachtung. Es hat nichts mit besser oder schlechter zu tun. Immer dran denken, ich sage plus und minus, du wirst irgendwann einmal feststellen, die Mitte, die Synthese erreichst du nur, wenn du den Widerspruch vereinigst. Und nicht, wenn du dir ständig den Kopf zerbrickst, welche von 2 oder mehreren Möglichkeiten die an sich richtige ist. Das ist die Selbstentheiligung. Ja. Ich sage dir, das ist 1:1 die Rede, die ich vor Pontius Pilatus gehalten habe. Sobald du, wenn du das jetzt nochmal... Wenn ich vor Gott im Richter stehe, vom Allmächtigen, dann wird er sagen, du hast alles richtig gemacht. Du hast deine Rolle, dein Leben so gelebt, wie du das zu leben hattest, ohne das anders haben zu wollen. Und jetzt ist natürlich, dass du hier dir deine Vergangenheit ausdenkst. Und da müssen wir jetzt ganz kurz dazu. Es ist jetzt nur Sachen, die wir aus uns herausholen. Aus dem Internet. Internet ist nur ein anderes Wort für Gott. Das ist praktisch das Summa summarum allen Wissens. Mhm. Wir müssen uns immer was vorstellen und was vorgestellt ist, ist was Existierendes. Das Innerste, der innerste Mittelpunkt ist nicht vorstellbar. Ich sage immer, der Urknall, bevor er geknallt hat, aus dem alles angeblich entspringt, ist die totale Zusammenfassung dieser unvorstellbaren Explosion implodiert in einen allereinzigen Punkt und das ist ein dimensionsloses Nichts, das letztendlich nichts und alles gleichzeitig ist. Das sind nämlich die 2 Seiten des Nichts und des Alles. Ja. Wenn euch das interessiert, ich bin da schon... Man muss in dem ganzen Zusammenhang wissen, dass... Das ist die Akte Hess. Das ist den ganzen Vortrag, könnt ihr euch anschauen, Akte Hess ist in vielen Variationen drin. Das ist jetzt 2015. Wenn du jetzt auf Wikipedia die Akte Hess eingibst, wirst du bloß offiziellen Doku-Kanäle diese einseitige Vorstellung hören. Die Akte Hess war ein Bericht
Untersuchung, hört ihr das, ich gehe da genauer drauf ein, das müssen wir auch nicht anschauen, ist größtenteils mittlerweile gelöscht. Mhm. Jetzt bitte nicht wieder denken, das sind irgendwelche Illuminaten oder ein Google, das manipuliert. Du bist die Quelle für alles, was du dir ausdenkst. Du musst einmal mal sagen, was soll mir das sagen, dass ich jetzt mir die Welt so ausdenke? Wo liegen die eigentlichen Fehler? Die Fehler liegen in deinem einseitigen Denken und nicht in irgendwas Ausgedachtes. Du musst irgendwann, du musst, sage ich jetzt ganz bestimmt mit Wissen, wenn du weiter wachsen willst geistig, wenn du neue Welten in dir aufbauen willst, brauchst du ein neues Programm. Du musst die Führerscheinprüfung bestehen. Mhm. Wir sind übrigens bei Hitler, ne? Du bist der absolute Führer, du bist der Richter über alles und jeden, du bestimmst, wie die Sachen sind. Du bestimmst, wer ein Udo ist, du bestimmst, was Holofeeling ist, du bestimmst, wer die Guten sind, wer die Bösen sind, die Rechten oder die Linken, du bestimmst es. Und für dich wird alles, was du dir ausdenkst, im Meer genauso in Erscheinung treten, in dir selbst, in deinem Bewusstsein, wie du das mit der Logik, die du jetzt zum Denken benutzt, mit deinem jetzigen Intellekt in dir aufbaust. Ja. Und du wirst irgendwann, du meine ich immer den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Und das, was mich jetzt sprechen hört, ist nicht irgendwas Existierendes. Weder ein Gehirn noch Ohren noch sonst irgendwas. Vergängliche Entscheidungen sind einfach auch so, wie du sie dir ausdenkst. Mhm. Und wenn du meinst, dein Gehirn könnte was erleben, das ist ungefähr so, wenn du, ob du jetzt an ein Gehirn oder an einen Computerchip denkst. Es macht keinen Sinn, einen Computer erklären zu wollen, dass er geistloser Computer ist, und es macht keinen Sinn, einen in dir auftauchenden, auf deiner Verabrede auftauchenden Trockenhausen auf dem erklären zu wollen, dass er bloß ein geistlos nachäffender Affe ist. Mhm. Das Spiel spitzt du alleine, ganz alleine. Du wirst irgendwann einmal Entscheidungen treffen müssen, und zwar absolute Entscheidungen. Eine Entscheidung ist das Aufheben der Scheidung und nicht das Wählen mehreren Möglichkeiten, eins davon auswählen und wieder neu intronisieren. Es geht nicht darum, wer der bessere Christ ist. Der Katholik, der Protestant, die Zeugen Jehovas und so weiter und so weiter. Was bedeutet Christentum als Ding an sich? Das ist viel interessanter. Dieser ewige Christ all. Hm. Von Michael Fock, das ist, wenn du, der hat nur recherchiert, ich lasse ganz kurz einlaufen. Das ist jetzt eins der ersten Dokumente, was wir im Public Record Office dann. Schauen wir mal ganz kurz den Propheten noch an. Jetzt schauen wir mal, wenn du wirklich wenn wir gerade bist, dabei zu erkennen hast. Zuhören. Doch, egal, welche Rolle du spielst. Auch der Hitler ist nur eine Rolle, ein Dasein müssen, wie ein Schauspieler von der Bühne. Das Drehbuch legt ein ganz anderer fest. Das ist absolut zeitaktuell, zeitaktueller wie alles, was es überhaupt gibt. Zu sagen, ist ein Lügner oder ein Sadist. Es wird so sein, wie du dir das denkst, aber ist es deine Meinung? Ist das, was du über einen jetzt von dir ausgedachten Hitler aufgrund dieser Worte, was du dir denkst, ist es wirklich deine Meinung oder ist es ein geistloses Nachgeplappere deiner Lehrer und Erzieher? Stell dir mal die Frage und jetzt hör zu, was der sagt. Der Lautsprecher, kein Hitler in der Vergangenheit. In diesen Ländern regiert tatsächlich das Kapital. Das heißt, das todbringende Verbrechen, zu glauben, gelte hätte ich am Leben. Allen voran unsere Bundesregierung. Es ist eine Schar von einigen hundert Menschen letzten Endes, die im Besitz unermesslicher Vermögen sind. Und die... Das sind die Bill Gates, die Rothschilds, die ausgedachterweise, kann ein Gedanke von uns Geld besitzen, das sind Kisten, wo wir uns was reindenken. Infolge der eigenartigen Konstruktion des Staatslebens da, mehr oder weniger gänzlich unabhängig und frei sind. Denn das heißt, wir haben hier Freiheit, und sie meinen damit vor allem freie Wirtschaft. Und unter freier Wirtschaft wieder verstehen Sie die Freiheit, Kapital nicht nur zu erwerben, sondern auch vor allem Kapital frei wieder zu verwenden. Frei es geht nur noch um Geld. Kapital, ein todbringendes Verbrechen, das prangert er auch. Aufsicht, aber auch in der Verwendung des Kapitals frei zu sein von jeder Staat. Du mach dir immer bewusst, egal was du jetzt dir ausdenkst über den Hitler, du verbildest in deinem Kopf das, was man dir erzählt hat. Amartya, das ist Sünde. Mhm. Es ist Sünde, das ist die Sünde. Du bist der Sünder, nicht er. Er ist nur eine Figur, die von dir aufgeworfen wird. Der kann nicht anders sein, wie du in dir ausdenkst. Du wolltest dich aufdenken. Das ist in Wirklichkeit der Begriff ihrer Freiheit. Und dieses Kapital nun, es schafft sich zunächst eine Presse. Sie reden von der Freiheit der Presse.
Wirklichkeit hat jede dieser Zeitungen einen Herrn. Und dieser Herr ist in jedem Fall der Geldgeber. Sag mir, was du liest, aus welchen Medien du dich informierst, und ich sag dir, was für eine Welt du dir ausdenkst. Wobei ich jetzt keinen Unterschied mache, ob du Verschwörungstheorienseiten dich informierst oder von offiziellen Nachrichten. Das ist ganz, wir sind wertfrei neutral. Das sind Worte, die Udo angeblich 2015 gesprochen hat. Spreche ich das nicht jetzt? Ja. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen der Aufnahme-Udo und dem Udo? Sind doch beides Aufnahme-Udo, wie zwei Schichten übereinander. Ich sage schlichtweg und einfach das, was du glaubst, was du verwirklichst in deinem Kopf. Schinnlichtweg. Das logische Licht denkst du aus dir heraus, es ist nicht mehr in dir drin und darum ist es schlichtweg verwirklicht. Das geht sogar so weit, dass du es dann materialisieren kannst. Ich kann mich noch erinnern an ein erstes Gespräch, mache jetzt raumzeitliche Geschichte, ich bin bei der Inge, Michael ist da, der lebt seit über 20 Jahren in Amerika, das war bei 9-11. Und das ist natürlich los. Das auch spannend, das kannst du ja anhören. Schauen wir ganz kurz noch. Doch. Und so weiter und so weiter. Und dann wirst du das schaffen, wenn du willst, dass du dem Mann die Hand gibst. Also zumindest der, der du zu sein glaubst, den du dir ausdenkst. Eins klar sein, wenn die jetzt in derselben Situation wären, von denen, die sie beschimpfen, würden sie es genauso machen. Es ist nur versteckter Neid. Und ich, was ich immer wieder sage, jetzt spannen wir wieder Zeitfenster, unsere Bundesrepublik Deutschland, erinnert euch, holt jetzt die Bilder hoch, Grünen kommen in den Bundestags, Fischer, Schröder. Und so weiter und so weiter. So. Es ist alles, ich wiederhole, gebetsmühlenhaft. Immer wieder dieselben Sachen. Ich könnte jetzt sagen, seit 5 Jahren, seit 20 Jahren, seit Jahrhunderten. Und ich merke, um mich herum wächst es, aber immer wieder, es werden nur komplexere Einseitigkeiten, wo die Menschen drin hängen. Was alles vollkommen bewusst erschaffen wird. Erschinaffen, logisch erweckte Affen. Was muss ich tun? Neugierig werden auf das, was du bist. Das ist das Allererste. Und du wirst Wunder erleben über Wunder und immer daran denken, Wunder kann nur einer leben, der zuerst einmal an Wunder glaubt. Das Wunder ist unser gespiegeltes Aleph. Und da steckt die Wunde mit drin. So oft schon gesagt. Und das Unde. Doppelt W Unde. Was ist Unde? Woher? Du die Unde hast, woher auch immer. Woher? Wo? Das hebräische Wort wo, doppelt aufgespanntes Kreisen, wie ich es immer mache, heißt Ai. Aleph Jod, der Schöpfergott. El Hayom im Meer. Woher kommt das alles? Von dem, der immer ist. Von dir selbst. Dir. Dir, der Wohnungsinhaber und der Mieter. Wieder zwei Seiten. Bist du der Brösel, der hier in einer Wohnung, in einer ausgedachten Wohnung lebt, wo es ja einen Hausherrn gibt, oder bist du der Hausbesitzer, den die Wohnung gehört mit dem Brösel, weil du sagst, das bin ich. Das ist das hebräische Wort DIR. Das heißt aber wieder die Öffnung einer intellektuellen Generation. Bist du der, der das sich ausdenkt, der das generiert, oder irgendein Gedanke, eine Generation, ein herausgedachtes, ein herausgedachter Moment aus dir selbst, den du dich entweder einhüllst, wenn du an deinen Körper und deinen Schädel denkst. Das kommt übrigens in demselben Selbstgespräch ein Stück weiter vorne, wiederhole ich auch immer wieder, schließ einmal deine Augen und jetzt denk dir die Nase, die Augen vor dich hin, dann denk dir die Zimmerwände, dann denk dir, du kannst dich aufzoomen und egal was du denkst, es ändert sich deine Information, ist es so schwer zu verstehen? Und jetzt kommt es als Brösel und der Brösel versuchst du das jetzt anderen mitzuteilen, du wirst feststellen, die große Masse interessiert es nicht. Im Gegenteil, du wirst angefeindet, du wirst als Spinner dargestellt. Ganz massiv, selbst bei deinen eigenen Kindern. Also hältst du den Mund. Weil ich sage, es sind einfach vergängliche Erscheinungen. Was meinst du, wie leicht dein Leben wäre, wenn du keine Angst mehr hast, irgendwas zu verlieren? Was für dich wichtig erscheint, wer bestimmt, was für dich wichtig ist? Doch die Logik, die du zum Denken benutzt, die dir, du redest dir doch die ganze Scheiße, die Exkremente, die aus dir heraustreten, selber ein. Das gilt übrigens für alle Sachen, wo ich sage, das ist, du kannst an dem, was du dir ausdenkst, an dem, was du scheißt, an den Exkrementen genau sehen, was du vorher gegessen hast, geistig. Rein medizinisch wieder, es ist immer wieder so.
Das, was du gegessen hast, wirst du irgendwann einmal wieder vor dich hinstellen und dann wirst du feststellen, was du gegessen hast, kannst du am Code, den Code habe ich hier angesprochen, ist Dreck. Die hast du wieder ein berechnetes Eck. Jetzt kommst du wieder in diese Generationen. Wir können natürlich einen kleinen Trick machen, weil wir ja wissen, dass man bei dem T und T, wo ich so oft sage, wir können aus dem Code natürlich auch ein weiches T machen, dann kriegst du einen Code. Das ist Holofeeling. Holofeeling ist ein absoluter Code, ein Schöpfungscode, ein göttlicher Schöpfungscode. Ich erzähle dir etwas. Es ist immer deine Buchstaben, die du anschaust, deine Zeichen, drei Leseorten. Jedes Zeichen ist zuerst einmal eine Zahl, dann ein Lautwesen, ein Buchstabe. Jetzt ist aber Stocheion sind ja die Schöpfungs, diese Buchstaben im Griechischen sind ja die Schöpfungswesen, die Urwesen der Schöpfung. Das sind die Zahlen, dann kommst du in die Arithmetik und so weiter und so weiter. Es ist ich immer nur, Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild und du Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ein Auserwählter. Wer mich jetzt hundertprozentig nicht sprechen hört, ist die Helene, die du dir ausdenkst, die Ritter, der Holger und der Udo. Ich weiß nicht, ob Pixelmännchen das jetzt hören, was du hörst. Für dich wird es so sein, wie du glaubst, dass es ist. Mhm. Der übrigens, den du jetzt denkst, wenn du an dich denkst, der vom Computer sitzt, der Affe, hört mich auch nicht. Mhm. Du hörst mich jetzt, da ist jetzt nur einer. Nur ein Allereinziger, der mich sprechen hört. Und was du dann letztendlich aus diesen Geräuschen, aus diesen Worten machst, das bestimmt deine Dechiffrierung, den Code, den du zum Denken benutzt. Das ist auch dein Intellekt, ist ein gewisser Code. Das sind diese einfachen, simplen Beispiele, wenn du einen Film anschaust, normal gesprochen, so ein Film, der läuft, beinhaltet in keinster Weise irgendeine Qualität. Er ist einfach nur zack, 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 ständig wechselnde Helligkeiten von kleinen Lämpchen auf dem Monitor. Und ich sage jetzt einmal raumzeitlich logisch vorgestellt, ein Hin- und Herschwingen einer winzig kleinen Membran. Mhm. Die Schallwellen, die dann die Membran erzeugen und die Bilder, die dieses Arrangement von Lämpchen erzeugen, das ist ja alles eine Frage der Interpretation. Stochastisches Denken. Das ist das, was ist. Mhm. Das Schöne an Holofeeling ist, dass er das ganze Wissen, das du bis zur Zeit in dir trägst, als richtig bestehen bleibt. Das ist es Verrückte. Jegliche Art von Wissensverbesserung und Vermehrung, auch in deiner Zeitgeschichte, wenn wir uns das chronologisch denken, ist immer, das stimmt ja nicht, das ist richtig. Ach, das stimmt ja nicht, das ist nicht richtig. Dass du von einer Einseitigkeit in eine nächstere, komplexere oder weniger komplexere Einseitigkeit hineinspringst. In Perspektiven. Ach, die Küche ist ja gar kein Herd, das ist ja ein Kühlschrank. Nee, das ist ja gar kein Kühlschrank, das sind Töpfe. Nein, die Küche ist ja gar keine Töpfe, das ist ein Fenster oder eine Tür. Das ist das, was du und deine ganze Elite dir natürlich nur das machen und denken kann, was du dir ausdenkst. Darum sage ich, es gibt nichts Wichtigeres zur Zeit. Wenn du nicht gern lesen musst, hör dir zumindest diese Selbstgespräche an. Und allen voran sage ich jetzt diese größeren Vorträge. Die findest du bei den zwei auf YouTube zum Beispiel bei den Playlists. Beim Redo oder beim Heiko. Genau. Redo Oberhänsli oder Heiko Drewes eingeben. Auf YouTube als YouTube-Kanal. Und dann einmal unabhängig von den Einzelselbstgesprächen, einmal wirklich sich, selbst wenn du auf den Vorträgen gewesen sein solltest als Brösel, jetzt ausgedacht, du hast nichts, Minimum davon mitbekommen. Das wird dir immer wieder klar, selbst jetzt nach 10 Jahren. Wenn man drin gesessen ist, was man damals verstanden hat und was man jetzt versteht, wenn ich noch so kleine Zusatzerklärungen mache. Darum wiederhole ich das immer wieder. Es geht hier um einen Vervollkommnungsprozess. Ohne irgendwas an den bestehenden Elementen zu verändern. Wir machen aus einem H ein Wort, indem wir AUS, neue Buchstaben hinzufügen. Das H steht für das ganzen Wissenskomplex deiner Menschheit, die du dir ausdenkst, was letztendlich dein Wissen ist, weil du, Wissen entsteht ja erst, wenn du an Wissen denkst. Und wenn du dir jetzt Menschen denkst, wo du sagst, der weiß so viel von Physik und der weiß so viel von Religion, dann sind es, sagst du mal, Kisten, die du erschaffst, wo du dir Wissen reinlegst, wo du im selben Moment sagst, ich weiß ja nichts davon.
weil du dich mit einem Affen verwechselst, mit einem Gedanken von dir verwechselst. Und da kann der Udo tausendmal sagen, wieder unser Wellenberg, wenn da, solange du dir Gescheide, einen Gescheiten denkst, entsteht zwangsläufig mindestens ein Dummer. Und wenn du jetzt dir mal Gedanken machst und du sagst, der weiß ja so viel von dem Fachgebiet, der hat ja das studiert. Du erschaffst das einmal durch das Denken an einen Menschen, sprich Affen. Erschaffst du den in dem Moment, wo du ihn denkst. Die Kiste, von der ich immer spreche. Und dann denkst du dir Wissen rein und im selben Moment, ich weiß ja nicht, was der was, er weiß aber viel von Physik oder viel von Religion. Und was jetzt das Gegenteil ist, dass du in dem Moment nicht denkst, so wie wenn du an nichts denkst, nicht an die Stille denkst, die im selben Moment der Hintergrund ist. Und so wie wenn du ein Fußballspiel dir auf dem Fernsehen anschaust, nicht an den Fernseher denkst, der eigentlich der Hintergrund, die Grundlage ist für diese Menschen, die dann plötzlich hin und her laufen, an Ball hinterherlaufen, obwohl sich auf dem Bildschirm nichts, absolut nichts, auch nur einen Millimeter von der Stelle bewegt. Genauso bist du dann, wenn du in dich reinschaust, ich sage immer wieder, schau in dich rein und mach dir bewusst, was du glaubst. Und da wirst du feststellen, dass du jetzt an jemanden denkst, der da keine Ahnung davon hat. Aber du bist die Grundlage für den Gescheiten, der so viel weiß. Selbst in ausgedachter Form, so wie die Stille, die Grundlage ist für Geräusche. Mhm. Das weiße Blatt Papier für die Schrift, die drauf ist. Wir bleiben mal nur in Schwarz. Jetzt können wir das natürlich wieder spiegeln. Ich kann auch ein schwarzes Papier nehmen, das ja zurzeit in, du siehst es hier bei dem YouTube-Kanal, wo wir gerade gehabt haben, dass man das umdreht, dass man den Hintergrund schwarz macht und die Schrift weiß macht. Ja. Das Spiel ist das Vertauschen der Seiten, die unter dem Board zusammengehören. Alles, was sich widerspricht, eine alte mystische Weisheit des Mittelalternierens. Des Mittelalters. Mit L in einem Punkt, all, alternieren. Eine große Weisheit des Mittelalters, Lies Holofeeling, ich bin nur am Anfang. Die verborgene Harmonie der Dinge, dass alles, was sich widerspricht, auf einer höheren Ebene was vollkommen Neues ergibt. Es ist, wir machen hier kein ESO-Kack oder was, es ist eine ganz andere Art von Physik und Arithmetik. Das alles gleich lässt. Wir verändern das Haar, ich verändere dein Wissen nicht im geringsten, du musst auch nichts opfern. Und dann doch wieder, wäre jetzt eine einseitige Aussage, weil solange du dieses Wissen als einzige Logik in dir laufen lässt, kann ich nichts Neues einspinnen, weil die massiv sich wehrt, verändert zu werden. Ist ja alles unheimlich logisch. Das ist mein Beispiel mit dem Computer, neues Betriebssystem, erfordert erst einmal, dass du das alte Blatt machst und dann kann man das neu aufspielen. Eine Tabula rasa machen. Das passiert übrigens in dem Moment, wo du dann das, was du sterben nennst, ist wach werden. Da bist du einen kleinen Moment, bist du in der Tabula rasa, bist du der vom Bücherregal, das JCH. Und dann kannst du sagen, juhu, oh, da sind ja noch so viele Leben, die ich durchleben darf. Und dann stürzt du dich in das nächste. Abenteuer. Der schöpferische Sohn erscheint in eurem Bewusstsein, im Bewusstsein der Geistesfunken, das eigentlich nur ein Bewusstsein ist, unser Bewusstsein. Genau, so ist es. So ist es und nicht anders. Was muss ich jetzt tun? Das Spiel weiterspielen, das Haar, ich lasse es einfach zu, dass Sachen, die mir vollkommen logisch, unlogisch erscheinen, dass ich die mir zu eigen mache und dann stelle ich plötzlich fest, hey, das Haar, da ist ja das Wort Haus. Ein wunderschönes Beispiel. Aber das ist noch lange nicht der Weisheit letzter Schluss, weil irgendwann müssen wir dann das Wort wieder erweitern zu einem Satz. Ja. Sag mal, du bist das Haus Gottes, in dem ich wohne. Aber was ist ein Satz? Wir brauchen irgendwann einmal ein Kapitel. Das kommt vom Wort kaputt. Aber Kapitel wiederum ist noch nicht die ganze G-Schichten. G genau. In Quadrat sind Schichten auf Schichten auf Schichten. In der Physik nenne ich das Grundwellen und Oberwellen. Du wirst merken, du hängst ganz oben in der Gischt. Mein Beispiel mit dem Telefon, du gehst ans Telefon und du hörst, hallo, ich bin's. Und dann denkst du sofort an einen ganz bestimmten Brösel. Der hat uns seinen Namen gar nicht genannt. Warum weißt du, wenn du jetzt angenommen die Ritter bist und es klingelt und du gehst hin und du hörst, hallo, ich bin's, warum weißt du sofort, dass das der Martin ist oder der Holger ist oder der Udo ist. Alle drei sagen, hallo, ich bin's. Und jetzt können wir uns das genauer anschauen. Habe ich so schön, Physik ist unendlich wichtig. Physik ist mehr Religion wie jegliche andere Form von Religion.
weil die relativ im Klartext geschrieben ist, wenn man sie nicht raumzeitlich auslegt. Du hast eine Grundwelle, das ist, wenn du dich jetzt fragst, was höre ich jetzt, einen quäkigen, kleinen Telefonhörer-Lautsprecher an mein Ohr. Das ist das, was du hörst. Sofort definierbar, so wie du jetzt sofort hörst, das, was du jetzt hörst, ist keine menschliche Stimme. Mhm. Habe ich im letzten Selbstgespräch nochmal angesprochen, wenn dann ich sage, das ist so Hi-Fi mit Kunstkopf, setz einen Kopfhörer auf. Wenn du einen Fernseher sehen willst, siehst du einen Fernseher. Und wenn du ein Buch sehen willst, siehst du ein Buch mit Zeilen. Wenn du zum Lesen anfängst, und das ist ein spannender Roman, existiert die langen Strecken des Romans, existiert weder das Buch noch der Leser. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du einen spannenden Film anschaust, existiert auch kein Fernseher. Und ich sage immer, wenn du dir jetzt Gedanken machst, ob der da ist oder nicht da ist, Zeitfenster, legst du das automatisch mit der Frage, fängt er schon zu existieren an. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Dass immer, wenn du dich fragst, war das eigentlich da und du denkst dir jetzt eine Vergangenheit aus. Vergangenheit ist einfach nur wie ein Zeitfenster. Und du fragst dich, war jetzt da an der Straßenkreuzung, wenn ich in die Stadt fahre, sind da eigentlich Wegweiser? Schon mit der Frage der Wegweiser denkst du dir die Straßenkreuzung mit den Wegweisern aus. Weil du denkst in dem Moment ja an die Wegweiser. Jetzt kann ich wieder sagen, Schnippritter hat eine Brille auf der Nase. Wo war die ganze Zeit? Wenn du jetzt Brillenträger bist, als Brüssel vom Computer, hast du an deine Brille gedacht? Waren deine Ohren da? Schon die Frage, waren meine Ohren die ganze Zeit da? Denkst du an die Ohren die ganze Zeit? Die aber nur Gedanken sind, die jetzt gedacht werden. Ist doch so simpel. Und ich sage, da kommt jetzt der Punkt, wo du feststellst, wenn du rein eine geistlose KI zu tun hast in deinem Traum. Und jetzt ist natürlich diese Abstimmung deiner Logik, mag das dein Kind sein, mögen das deine Eltern sein, der Ehepartner sein, egal was es ist, und der wird es nicht akzeptieren. Es ist wie in einem Videospiel wirklich nur eine KI mit einem Programm, ohne einen Geist dahinter, der reflektiert, was eigentlich jetzt mit ihm passiert. Was passiert jetzt eigentlich mit dir? Eine vollkommen neue Umwälzung deines Intellekts. Mhm. Ein Türöffnen in einen vollkommen neuen Bereich von Möglichkeiten. Das Verrückte bei Holofeeling, musst du nichts glauben, was du selbst mit einem Minimal, wie ich immer sage, mit dem Verstand eines 13-Jährigen sofort 100% sicher überprüfen könntest. Das erste Schritt beginnt damit, dir bewusst zu machen, dass alles, was für dich in Form von Axiomen, Dogmen, Paradigmen als hundertprozentig sicher logisch erschienen ist, ist ja klar, mit deiner Logik wohlgemerkt, mit einer extrem fehlerhaften Logik, mit einem Schwamminhalt, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, dass das so unendlich weit weg ist von 100% sicher. Hundertprozentig sicher ist, dass für dich im Moment, von Moment zu Moment, immer nur das existiert, was du jetzt denkst. Die 200 Gramm rote Gnede in der Form, die sich aber ständig umformt. Es ändert nichts an der Gnede, das ist das Nicht-Existierende, sondern bloß deine Information verändert sich. Mhm. Dasselbe gilt, wenn du was sinnlich wahrnimmst auf der Farbe. Darum wiederhole ich das gebetsmannhaft. Warum wiederhole ich jetzt das wieder? Weil du es nicht verstanden hast. Du hast es begriffen. Und du wirst es volle Breitseite merken. Du machst das Gespräch jetzt aus, du gehst auf die Arbeit als Brösel in deinem Traum und es ist komplett weg. Es passiert irgendeine Kleinigkeit und du startest vollkommen programmgesteuert mit deinem Programm, mit Aufregung, mit Ärger, mit Angst ab. Das ist das, was ist. Mhm. Wenn das wirklich installiert ist, dann kommst du in den Zustand von der Ritter, bevor wir das Gespräch aufbrachen. Dann merkst du das gelebt. Da ist es. Ich sage nicht, dass es schon ganz weg ist, aber das ist zu 99% ist das vom Tisch bei der Ritter. Mit dem Ritterprogramm. Stimmt oder stimmt Ritter? Das ist jetzt keine Selbstüberschätzung. Die strahlt es, wenn du die Frau kennenlernst, jetzt als Brösel und der Brösel bleibt ein Gedanke. Die strahlt es aus. Oder wie oft habe ich bei unserer Helene gesagt, ein Riesenvorbild hier in der Sache jetzt mit dem Toni, wie der gestorben ist. Wie er sich verhalten hat. Weil das ins das beginnt, dass man merkt, es ist so unendlich sinnlos, sich zu ärgern oder zu trauern. Es ist ein Prozess, der nötig ist für die eigene Verwandlung. Es gibt keinen Säugling mehr, wenn das ein Schulkind ist, außer als Gedanke. Das kann ein schöner Gedanke sein oder es kann ein schrecklicher Gedanke sein. Hängt davon ab. Erinnerst du dich gerne an deine Jugend, blätterst du gern zurück? Oder ist es für dich ein Grausen und blendest es am liebsten aus? Thank you.
dann werden die ganzen Traumas werden Traumas, die Traumschöpfungen des Traumas, übrigens eine Beule schlagen. Sehr interessant. Das griechische Wort Trauma ist eine Traumschöpfung. Ursprünglich, wenn man das genauer anschaut, heißt es eine Beule schlagen. Aber wir sind schon wieder bei dem Prinzip. Du lebst in einem einzigen materialistisch-religiösen Trauma. Und die eigentliche Wurzel ist die falsche Vorstellung, die du dir machst, die Vorstellung oder die Einhüllung, könnte ich sagen, wenn du an dich selbst denkst. Mach dir kein Bild von dir selbst. Mach dir kein Bild von Gott. Du bist ein Gotteskind, du bist ein Geist, weil du mich jetzt sprechen hörst. Ein Gehirn oder, ich sage, ausgedachte Sachen hören nichts und die empfinden nichts. Die werden so sein, wie du dir das ausdenkst. Drum sind diese religiösen Gesetze so unheimlich. Wie ich dick. Da kann ich DIG lesen oder DIK. Das ist im Mittelpunkt. Drum ist auch dieses unmittelbar. Un mit L, die aufgespannte Existenz mit L. Du brauchst immer den Mittelpunkt. Ist B-Aus, ein Äußeres. Die eigentliche Mitte selber kannst du nicht hineinkommen, weil das ist ein absolutes Nichts. In Bezug auf Existenz. Das Existierende ist immer vergänglich. Das, was aus dir heraustritt, fällt auch wieder in dich hinein. Und immer jetzt, beides. Entstehen und Vergehen passiert jetzt. Wenn du das Ewige jetzt verstanden hast. Und jetzt haben wir wieder unser Ewe. Da kann ich E, kann ich He, W, He, H, W, H. Und darum ist HWH nach dem J, wenn du das anschaust, gib HWH ein, ist auch das Unglück. Jetzt habe ich natürlich das Un, kann ich aufgespannte Existenz, ist ein Glück, darum beginnt das Wort Glück mit einem GL. Blau gelesen, eine Welle, eine Haufe. Wir sind wieder bei der Beule, beim Trauma. Das ist es jetzt, ich kann das aber auch rot machen. Ein Verbundensein, das ist geistiges Licht, nicht verstreut. Das ist diese 16 Seiten, irgendwann einmal verstehen, führen dich ins Zentrum der Heiligkeit. Ich sage immer, wir in Gott, wir sind der Wirbelsturm. Und dann sage ich immer wieder, wenn dich was berührt, ist schon interessant, berühren ist doch normalerweise, ich berühre das. Aber da steckt doch auch das Rühren mit drin. Ist jetzt das Rühren das hier oder der Zirkel? Zirkel, der Dreh- und Angelpunkt im Hebräischen, die Geburt einer intellektuellen Berechnung. Darum muss man das wiederholen, ohne dass du jetzt groß gehst. Es geht mir nicht darum, dass du das kannst, dass du das weißt. Du benötigst diese Erkenntnis, dass du prinzipiell loslässt von dem jetzigen Glauben. Das Haar opfern, um zum Haus, zu dem Wort zu kommen. Und keine, alles ist perfekt. Alles ist, jeder Glaube ist perfekt und jeder Glaube ist richtig, aber nur ein bisschen. No. Die Sache mit dem Kabelstecker. Ich erwähne nochmal, K-Abel heißt wie Abel. Und der Abel, der vom Kain, statt mit Kopf geschrieben, heißt nichts, eine Nichtigkeit. Das ist nichts, dass man selbst ist, wurde vom eigenen Affen, der immer zu sein Kleid erschlagen. Weil ich bin ja wer, ich bin ja ein Affe. Darum wiederhole ich auch immer wieder, du bist ja bloß ein dummer Affe. Auch ein Satz mit Holo-Feeling in einer, mit einer unendlichen Kraft in sich selber, weil mir das vor Augen führt, dass ich auf der anderen Seite, wenn das jetzt einer zu mir sagt, tief beleidigt bin, wenn ich so programmiert bin natürlich, wenn ich nicht über den Dingen stehe. Der Udo wird dich anlächeln, wenn du das sagst, und stimmt. Es wird immer so sein, der Udo, den du dir jetzt denkst, ist eine affine Spiegelung von dir selber. Dass der normale, programmierte, geistlos nachäffende Mensch extrem beleidigt ist, wenn du das mit einer gewissen Physiognomie Brösel gegenüber Brösel ins Gesicht schmeißt. Du sagst ihm das, was er im tiefsten Innern glaubt. Enoch, sterbliche Säugetier, unheilbar krank. Hebräisches Wort für Mensch. Bezug auf den blauen Trockennasenaffen. Aber auf der anderen Seite ist er nur bestrebt, dieses Ding, das er zu sein glaubt, möglichst lang am Leben zu halten. Und dann ufert sich die Pharmaindustrie und die Schönmedizin auf. Du kannst was Existierendes nicht am Leben halten. Keinen Säugling. Unmöglich. Jetzt hast du natürlich so ganz unvollkommen rudimentär, nennt sich das, hast du das Wissen. Ja, ich bin ja immer ich, aber ich wachse ja.
Weißt du, wie viele tausende Mal ich sage, verstehe einen einfachen Satz. Ich habe ein Auto, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Körper. Du wirst nicht sagen, ich bin das Auto, ich bin die Wohnung. Wie sieht es aus, wenn du an den Körper denkst, den du hast? Natürlich immer nur dann, wenn du an ihn denkst. Ein Besitzer von etwas ist was vollkommen anderes, wie das, was er besitzt. Mhm. Der Denker als Ding an sich ist was anderes wie seine Gedanken. Bis ich dann irgendwann begreife, dass ein ausgedachter Denker ein Gedanke ist. Genau. Und ein ausgedachter Besitzer etwas ist, was der in dem Moment besitzt, wenn er an einen Besitzer denkt. Wir gehen die Himmelsleiter in die andere Richtung. Und das ist streng wissenschaftlich, was ich dir jetzt erzähle. Kein symbolisch sehr tiefgreifendes, religiöses, esoterisches Geschwätz und schon gar kein vollkommen geistloses, materialistisch Welt, vorgestellte Weltgeschwätz. Das ist die Sackgasse, das ist das Gefängnis, in das du eingesperrt bist. Mach du dich selbst frei, du hast ja nichts damit zu tun. Immer wieder sage ich, die Rolle spielt du. Du wirst immer als Brüssel aufwachen in der Rolle, die du bist, die musst du dann nicht verändern. Du kannst deinen Job weitermachen, aber mach dich glücklich weiter. Gib dich hin, werd selbstlos. Begreife, dass alles, was du an anderen tust, tust du mir. Ja. Und ich bin du. Das heißt, die, wo wichtig sind, die KIs, musst du dich gar nicht kümmern. Mhm. Um KIs Mitleid. Hör auf, mit irgendwas mitzuleiden. Wenn ich mir vorstelle, wie die leiden und das und die Grieche und. Ich sage, warum denkst du dir dann so Scheiße aus? Weil du nicht anders kannst. Yeah. Weil das die Fehler in deinem Führerscheinprüfungsbogen sind. Bis du begreifst, wenn ich in der Fahrschule bin, ich sage es immer wieder, wenn sich das jetzt in dir wiederholt, hast du es noch nicht verstanden, auch wenn du es schon 100 Mal gehört hast oder 1000 Mal. Wenn du einen Fehler siehst, wenn das heißt, ist jetzt natürlich, es fehlt in dir, weil du dir das ausdenkst und du meinst, es ist da außen und du hast damit nichts zu tun. Wenn du in der Fahrschule, in der Theorie einen Fehler siehst, dann freust du dich. Ja. So, hast du den Zustand schon? Hast du dich schon mal beobachtet, wenn deine Waschmaschine kaputt geht, wie aus dem Nichts? Mhm. Oder das ist, oder du mit dem Auto rückwärts und Kratzer ins Auto reinfährst, in deinen normalen Moment, in den Traumzustand, freust du dich dann in demselben Moment? Mhm. Das ist die Fehler. Der Fehler ist, entsteht eigentlich nicht durch den Kratzer oder weil die Waschmaschine jetzt in deinem Traum diese Vorstellung, diese Information, dass du in dem Zustand bist, sondern der Fehler ist, dass du immer noch vollkommen Mechanimus mit der Logik sofort ein negatives Gefühl in dir aufbaust. Mhm. Das heißt, der Fehler besteht darin, dass du feststellst, dass du einen Reizauslöser hast und du aufgrund deiner Reaktion plötzlich anfängst, dich schlecht zu fühlen. Ja. Und du hättest die Möglichkeit, dich umzuprogrammieren, dass du dich plötzlich lächelst, weil du es verstanden hast. Dass Ärger nichts an dem ändert, was passiert ist, in deinem Traum. Der Heilungsprozess passiert in dem Augenblick, wenn du es nicht mehr denkst. Dann ist es wieder heil. Das reparieren. Ja. Nochmal Barabari im letzten Selbstgespräch. Das rings um dich herum. Reparierst du in dem Moment, wo du das wieder zusammenfallen lässt, dann ist es wieder in der Heiligkeit. Die du letztendlich selbst bist, als die absolute Quelle für alles, was in dir auftaucht, als träumender Geist. Ja. Es gibt kein größeres Geschenk, das dir dein momentanes Leben geben kann, wie das Solo-Feeling in dir auftaucht. Das ist. In der Masse wird es nie auftauchen, selbst wenn du versuchst, die Masse davon zu überzeugen. Ich kann immer wieder sagen, wenn du den Weg jetzt chronologisch in deinem Buch zurückhältst, Holofeeling hat sich noch nie für irgendwelche Affen interessiert. Sondern von Anbeginn an, ganz langsam angenähert an den, der sich Holofeeling ausdenkt. Weil es ihn auftaucht, es ist, Gott versucht dir die Hand zu reichen. Der Gott, der du letzten Endes selbst bist, wo du vollkommen vergessen hast, dass du das bist. Als träumender Geist bist du der Schöpfer der Welt, die du träumst. Und es darf auch in keinster Weise einhergehen, dass sich die Hybris von der Rolle, die du spitzt, aufbläst, sondern ganz im Gegenteil, du wirst immer unscheinbarer werden in deiner Welt. Mhm.
Winkel. Man zieht sich zurück. Eine Infonahme. Die vierte Stufe des Sashrama-Systems in den Upanishaden. Sind so unendlich viel Wissen in dir drin. Du hast keine Vorstellung, was in dir drin ist. Und da kann der Uda dann immer wieder sagen, das kannst du jetzt schon überprüfen, wenn du dich jetzt in einen Traum als Brüssel vom Computer hinsetzt. Wenn du doch träumst, egal welche Internetseite, jetzt denken wir Milliarden und Abermilliarden von Internetseiten, vielleicht sogar noch ein Darknet raus. Wenn du irgendeine Internetseite aufmachst, wenn du träumst, kommt es aus dir. Einfach nur das zweite Gebot halt. Und wie viel die für Milliarden von Denkmöglichkeiten und Darstellungsmöglichkeiten jetzt nur in Bezug auf das Internet, auf den Bildschirm deines Computers, der du letztendlich als Mech-Chef selbst bist, der Rechnungsführer. Darum ist das hebräische Wort Computer, also Neuhebräisch Computer, ist Althebräisch, kommt, glaube ich, so oft gesagt hier, der Rechnungsführer des Pharao, da kommt dieses Wort Computer schon vor. Weil es natürlich logisch, die hatten ja damals noch keinen Computer. Man hat halt jetzt, weil die Rechnungsführer waren, nennen wir halt den Computer jetzt genauso. Das ist also so unheimlich logisch, was du dir ausdenkst. Das ist aber chronologischer, geistloses Geschwätz, nachgeschwätzt, nachgeäfft. Ja. Weil du gar nicht logisch, weil du gar nicht in den Logos rein willst, der du selbst bist. Dann werde ich ja nichts. Ich sage, was meinst du, wie schön ist es, ein absolutes Nichts zu sein? Überhaupt keine Angst mehr haben müssen, zerstört werden zu können. Es gibt nur ein allereinziges, die verborgene Harmonie der Dinge und die Ausnahme, die die Regel bestätigt, was nicht zerstört werden kann, ist nichts. Nichts. Das ist ewig nichts. Ja. Aber da ich jetzt weiß, wenn ich mir ein Nichts denke, das Geräusch Nichts, auch ein gespiegeltes Nichts da ist, das zwangsläufig da ist. Ja. Das bedeutet Holofeeling. Ob man jetzt so Selbstgespräche hört, wo ich das gebetsmannhaft wiederhole, für wen mache ich das eigentlich? Weil ich sehr hartnäckig bin. Ich sage mal, wenn ich mich einmal festgezeckt habe, wenn du angebissen hast beim Menschenfischer, wenn du dich Alk wärst, dann lasse ich dich wieder rausschwimmen. 1000 Jahre, wenn du willst. Mhm. Aber irgendwann hole ich dich wieder ran und schaue, hat das jetzt verstanden oder wieder noch ein paar Jahrhunderte in sich reinprügeln. Ein Jahr ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Ja. Und dann musst du das weiterlesen, wie es dann weitergeht. Es ist alles nur wie ein Traum eigentlich. In der Fantasie. Eine Nachtgesicht, glaube ich, übersetzt Luther, soweit ich mich erinnere. Nachtwache. Die Nachtwache, eine Nachtgesicht. Das ist das, was jetzt ist, ein ständiger Wechsel von Bildern. Mhm. Wo spitzt sich das ab in der großen Liebe in der 1.13? Es ist übrigens gerade 12.45 gewesen. Das heißt, das Aufblühen des Adams, jetzt wollen wir die Zeit runterzählen und jetzt kommen wir in die 1.13. Das ist die 13, ist das hebräische Wort für Liebe und für 1. Und das hebräische Wort für Heilung. GHH, JHWH, der Geist, sind die zwei Wahrnehmungen. Und diese zwei Wahrnehmungen sind dann die 10. Die Schichten sieht man so oft, wenn ich dich erzähle, selbst in den Zeichen, wenn wir spiegeln. Ja. Jetzt zum Beispiel das Aleph-Zeichen. Ich bringe das ganz kurz nochmal. Das Aleph-Zeichen ist so ein kleiner Querstrich mit den zwei Js. Die Js sind gespiegelt. Das ist 10 und 10 gespiegelt. Das ist die 19. Mhm. Unser 9. Buchstabe ist es I und der 10. Buchstabe ist es J. Im Hebräischen gibt es da keinen Unterschied. Da ist der 9. Buchstabe des D. Mhm. Steht aber für die Spiegelung. Denk an den Kreis mit der Nulllinie dazwischen. Im Griechischen, im Altgriechischen. Und der Strich, der Querstrich dazwischen, machen wir zu einem Waff. Mhm. Dann heißt es, das ist die 6. Dann haben wir 10, 6, 10 ist 26. 26 ist Jahwe. Jetzt haben wir aber Schichten, wie ich gerade gesagt habe, der Telefonhörer, du hörst das dann, Telefonhörer, das ist die erste Ebene, dann hörst du, hallo, ich bin's. Dieses Geräusch ist die zweite Ebene. Und jetzt denkst du an einen ganz bestimmten Menschen, weil obwohl alle Hallo, ich bin sagen, in unserem Beispiel, ist da nochmal ein Klangcharakter, habe ich so oft durchgespielt mit der Flöte, mit 400 Hertz, mit dem Klavier, mit 400 Hertz, das sind die Oberwellen, wo du dann ganz einen ganz bestimmten Fokus kriegst. Dasselbe hast du in dem Wort JHWH. Wir beginnen einmal, JHWH auf der reinen Zahlenebene ist ja 10, 5, 6, 5, 26.
Dann die nächste Ebene sind, das sind vier Buchstaben. Mhm. Dann sind wir bei 30. Und ganz unten, es ist ein allereinziges Wort. Und da sind wir bei 31 und das ist L. Das ist Gott und das ist nichts. Du merkst, dass das Aleph, das ja unsere Dora, unsere Reihe, beginnt ja mit einem größer geschriebenen B, dieses Beroshet. Ich mache es jetzt bloß wieder, da steht. Das ist größer geschrieben in der Regel in der Dora. Inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, hingestellt und ich sage, ich bin du. Ich rede jetzt nicht von dem Kopf, der unter diesem Wort Beroshet steht. Das ist ja flach, da kann ja nichts drin sein. Das ist ja bloß ein Pixelmännchen, wenn du genau hinschaust. Das ist ja wesentlich mehr in den Kopf, den du jetzt um dich herum denkst. Wo du genau in der Mitte drin bist, wenn du die Augen zumachst und dir vor dir die Augen hindenkst oder hinter dir ein Kachelofen oder was auch immer ist. Was du denkst, um dich herum denkst, hängt von deinem Programm ab. Die Informationen in einem Computer werden erzeugt von den Daten und den Programmen, die im Arbeitsspeicher laufen. Es ist aber immer derselbe Computer. Das ist eigentlich das, was ich sage. Da ist jetzt nur ein Geist, da ist nur ein allereinziger Computer, ein Rechnungsführer. Was er aber auf seinem Billet-Schirm für Bilder aufbaut. Shi heißt übrigens das Geschenk und RM, die berechnete Gestaltwertung, heißt auch etwas hochheben. Da kommt dann das Rom her, kannst schauen, etwas aufbauen. Es geht immer um die Gedankenwelt, die du dir überlegst. Was auf dem Bild Shin RM, berechnete Gestaltwertungen sind das Geschenk. Du beschenkst dich jedes Mal selber. Mit einem Gruselfilm, mit einem Horrorfilm oder mit einem Liebesfilm. Aber kann nicht beides extrem spannend sein, wenn ich weiß, dass ich nichts bin, dass ich bloß der bin, der die Filmfacetten von Möglichkeiten erleben darf? Diese ganzheitliche Ernährung, wie ich das nenne. Wenn dann ich sage, nein, ich esse kein Fleisch. Und ich sage, warum? Besher. Das hebräische Wort für Fleisch. Übrigens Beshenar. Inmitten des Fürsten. Dieses Bestimmers. Beshenar. Inmitten dieses Fürsten. Der Führer. Der meint, er ist der Boss, der Richter. Der träumende Geist mit seiner Logik. Dasselbe Wort heißt göttliche Botschaft. Ist auch die göttliche Botschaft. Das ist Holophilien ganz im Zentrum. Nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es, seid es selbst, weil ich nämlich du bin. Kein religiöses Geschwätz. Elementar wichtig für den, der mich jetzt sprechen hört. Dass er sich geistig weiterentwickeln kann, auf höheren Ebenen. Von Basic zu Windows. Ich stufe jetzt das um eine Stufe zurück. Weil ich immer sage, deine jetzige Welt ist eigentlich Basic und Windows ist ja dementsprechend mächtiger. Von der Darstellungsmöglichkeit und solches ist für dich nicht vorstellbar. So wenig, wie du einen frisch abgenabelten Säugling erklären kannst, wie die Welt ist, wenn er mal 30, 40 Jahre in das Buch reingelesen hat, das er durchleben darf. Es geht ja jetzt peu auf peu, wie man so schön sagt, mit der Veränderung. So ein Riesenumbruch. Dann kommt natürlich wieder das ganze esoterische Geschwätz. Wenn wir uns an Jan von Kassel reden, das, was er beschreibt mit dem Wandel, das schreibt er schon seit 15 Jahren. Und immer wieder kommt was anderes. Das Gleiche, es steht bevor. Ja. Er ist noch viel zu raumzeitlich. Warum? Schon von vornherein, was ein Gedanke ist. Ich rede von was Ewigem. Ewe. Darum heißt Ewe auch Ehe. Etymologisch. Mhm. Etymologie. Da weiß die Welt nicht so lange chronologisch. Du kannst hier Linguistik studieren. Da kommt alles aus der Vergangenheit. Das ist das große Problem. Die Vergangenheit, die du dir ausdenkst, kommt aus dir und sie ist hier und jetzt. Das ist hundertprozentig sicher. Sofort überprüfbar. Ja. Meine ewige Geschichte vom Zweiten und vom Ersten. Ich bin der Erste. Ich erkläre dir das, was du sofort überprüfen kannst und der Zweite erzählt dir Sachen, wo du 99,9% nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Davor der Blinden glauben. Mhm. Und dann hängst du in den Dogmen deiner Lehrer und Erzieher fest, wie die in den Dogmen ihrer Lehrer und Erzieher festhängen. Zweites Gebot lesen und es schleift sich bis ins dritte und vierte Glied durch. Das müssen alle Professoren wegsterben, dann denn ihre Musterschüler und dann kann langsam ein Ansatz sein für eine Revolution. Aber dann geht das Spiel wieder von vorne los, solange du chronologisch denkst. Naja. Und der einzige Weg ist Aufwachen. Und was heißt Aufwachen? Aufwachen heißt eigentlich, du bist dann auf E Quadrat ist W8, doppelt aufgespannte 8. Ja. Dem Moment, wo du weißt, dass du jetzt schläfst. Das ist die verborgene Harmonie der Dinge. In dem Augenblick, Beckenblick,
wo du weißt, dass du jetzt schläfst, bist du wach. Steht alles in Ich bin du in den Ohrenbordungsschriften. Wenn du glaubst, du bist jetzt als Brösel wach in einer Welt, mit der du nichts zu tun hast, dann schläfst du. Mhm. Punkt. Gerne. Also schlaf noch eine Runde weiter oder werde wach. Dann wirst du natürlich auch wieder schlafen, aber dann träumst du bewusst. Das ist jetzt der Leser, der sich auf einer anderen Ebene befindet, der weiß, egal was in dem Roman, egal was ich mir ausdenke, mir selber kann nichts passieren. Ich selbst als Ding an sich kann mich nicht verändern, weil nichts kann sich nicht verändern. Mhm. Die 200 Gramm rote Gnete bleibt immer 200, 200 der Kopf, Rosch bleibt immer GR, der Reisende, der in der Fremde übernachtet, als Brösel in der eigenen Traumwelt, über N8, über dieser Sein 8, die weibliche 1. Das ist dein Programm. Ja. Ken Ede. Das F100, das Fundament Ede heißt hier jetzt auf Hebräisch. 70405 schlossen auf. Mhm. Mhm. Es ist immer alles, was passiert, passiert jetzt. Es kommen und es gehen gleichzeitig. Das ist das Einzige, wenn du das begriffen hast, das nützt dir nichts, wenn dir das logisch erscheint. Und ob du es verstanden hast, sag ich, du bist der Erste, der es mitkriegt. Ab dem Punkt gibt es für dich von nichts und niemandem mehr Angst. Ich erwähne immer mein Christuszeichen unten. Diese lateinische Schrift. Und wenn um dich die von dir ausgedachte Welt in Fetzen geht, wie jedes Brandopfer. Du bist der Einzige, den das nichts ausmacht. Dir wird nichts passieren, weil du ich bist. Ich weiß, dass du ich bist, sonst würdest du mich jetzt nicht sprengen. Darum sagt Udo mir, ich höre mich jetzt sprechen. Mhm. Aber der spricht, bin nicht ich. Das ist eine Information von mir. Hörst du mich jetzt sprechen? Hörst du den Udo sprechen? Hörst du den Udo sprechen oder einen Lautsprecher? Wieso hörst du das jetzt sprechen? Jetzt könnte ich wieder sagen, weil die Aufnahme irgendwo gemacht wurde. Du konstruierst, du hängst, das ist Hirnwichserei, wie ich das nenne. Es ist rein alles logische Konstrukte mit ständig wechselnden Bildern. Du kreist praktisch in einer Blase von Intellekt, wo du nicht verlassen willst, weil du es nicht erweitern willst. Du stehst auf den Gleisen deiner Logik und wirst dahin getrieben, wo die Gleise, diese Schienen, diese fest verlegten deiner Logik dich hinführen. Bis zum eigenen Sarg. Ohne Wenn und Aber. Und das sind alles ausgedachte Dinge. Es gibt nichts und niemanden, den du denken könntest, der mächtiger ist wie du. Weil du als träumender Geist der Einzige bist, der da ewig ist. Deine Figuren in deinem Traum, in deinem Kopfkino sind sie mit Sicherheit nicht. Nicht einmal der, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du wieder an dich denkst. Der ist schon wieder weg, der Körper ist weg, wenn du nicht dran denkst. Das, wenn sich was wiederholt, Lernen und Schlafen, Shin und He, dann hast du das noch nicht ganz durchschaut. Es kommt deshalb hoch, weil du noch nicht loslassen kannst. Wobei das jetzt nichts damit zu tun hat, dass ich sage, das ist gut oder schlecht. Das wäre schon wieder einseitiges Denken. Es ist einfach bloß so. Mhm. Wenn du das Problem, dieses Vorgelegte verstanden hast, dass immer wieder, jetzt wäre dasselbe vorgelegt oder das Gleiche. Und das auftaucht, ist immer das Gleiche. Nie dasselbe. Dasselbe ist nur die Gnede. Du bist immer dasselbe träumende Geist. Mit einem ständigen Galle, ein Gehirnle, das auseinandergeschmissen wird aufgrund des blauen Ichs. Mhm. Ich sage immer die Gehirnleichen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und versteht erst einmal, wer derjenige ist, der sich die jetzt ausdeckt. Die Zombies, die lebendigen Toten. Da mache ich jetzt keinen Unterschied, ob du jetzt an welche denkst, die dir taugen, die du toll findest oder welche, die du liebst oder welche, die du hast. Alles dreht sich um den hier, um den einen, den ersten. Das bist du. Das war Masi, das bist du. Jetzt lassen wir es gut sein. Also, danke. Lasst uns noch einige Runden Brösel spielen. Ja, danke für dieses göttliche Geschenk. Danke. Bitte, gern geschehen. Danke. Ganz viel Liebe. Danke.